Hallo, herzlich willkommen. Ich checke jetzt gerade mal. Facebook, weil es wurde ja ein bisschen was verändert, dass man irgendwie anders reinkommt und Hi Kerstin, ja cool, du bist dabei, ich freue mich. Und deswegen muss ich jetzt erstmal checken, dass ich auch richtig drin bin. Gestern konnte ich nicht live in diese Gruppe streamen, das funktionierte irgendwie nicht. Und ja, aber jetzt ging es, da musste ich mich gerade etwas konzentrieren, dass ich jetzt auch in der richtigen Gruppe bin. Gestern ging das nicht, da war ich ja leider nicht in unserer großen Gruppe. Naja, aber heute bin ich drin. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Der zweite Tag vom Online-Retreat. Ich habe gestern so coole Gespräche noch gehabt. Und ich bin total berührt und total erfüllt. Weil gestern wirklich Menschen auf mich zugekommen sind, also per Messenger, die gesagt haben, boah, danke Svenja, ich habe so viel von dem ersten Tag mitgenommen. Ich konnte es direkt umsetzen. Ich konnte es mit meinem Pferd umsetzen. Ich konnte es mit meinem Partner umsetzen. Und das berührt mich zutiefst. Weil ich meine, ich spreche ja in den Bildschirm, ich spreche mit mir selber quasi. Ich sehe euch zwar, wie ihr hier zuguckt, aber und von meinen Teilnehmern natürlich, die ich online begleite, aber ansonsten habe ich natürlich keine Resonanz. Außer, so wie gestern Abend, hatte ich noch total tolle Kommunikation und das berührt mich total, weil genau das ist es, warum ich das mache. Weil mich das so berührt hat und ich will euch berühren. Deswegen, herzlich willkommen, schickt mir gerne mal ein Herz oder ein Smiley, oder ein Like, wenn ihr mich gut hört und gut seht. Das ist ja auch manchmal spannend, dass ich manchmal keine Verbindung, also ich habe schon mal was aufgenommen, da hat man mich gar nicht gehört. Und Jacqueline ist dazu gestoßen. Herzlich willkommen. Ja, und heute geht es um ja einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Diesen Schritt habe ich erst nach Jahren meiner Arbeit in der psychologischen Beratung und im Fluss der Pferdeenergie überhaupt gecheckt, gelernt und dann angewendet. Und seitdem ich diesen Schritt gehe oder mache oder in diese Handlung komme, seitdem hat sich mein Leben komplett geändert. Und seitdem ich das meinen Teilnehmern und Teilnehmern mitgebe, mit oder ohne Pferd. Ich betone das immer wieder, weil ich immer wieder Anfragen habe. Ja, ist es auch ohne Pferd möglich? Ja, du kommst mit Pferd schneller in deine Herzfrequenz, aber ohne Pferd ist es halt auch wunderbar. Dafür gibt es morgen eine geniale Übung. Und wenn du jetzt hier zuschaust und gestern vielleicht nicht dabei warst, dann möchte ich dir sagen, dass dieses Retreat etwas für dich ist, wenn du deine Programmierung, deinen Mangel lösen möchtest. Das Retreat ist etwas für dich, wenn du deine Emotionen lesen lernen möchtest. Wenn du deine Probleme erkennen möchtest und auch lösen möchtest. Dieses Retreat ist etwas für dich, wenn du sagst, ja, ich will Veränderung. Hallo Christian, schön, du bist auch dabei. Dieses Retreat ist etwas für dich, wenn du anfängst, nach diesem Wissen, was ich dir gebe, in die Handlung zu kommen und eine Veränderung zu wollen. Dieses Retreat ist etwas für dich, wenn du sagst, ich möchte ab jetzt unabhängig leben und ich möchte angstfrei leben. Das erlebe ich auch immer wieder, dass ich Menschen begleite, die einfach große Ängste haben. Und ich erkläre und zeige dir heute nochmal, wie du deine Ängste, deine Sorgen, deine Probleme
in wunderbare Energie für dich umwandeln kannst. Und wer diese Schritte wissen möchte, der schreibt gerne mal ein Ja oder gibt mir ein Herz oder ein Smiley. Weil das ist auch die Fragen, die ich euch hier stelle. Das sind herzöffnende Fragen. Weil wenn du hier ein Ja reinschreibst oder ich will, kannst du auch reinschreiben, dann signalisierst du deinem Verstand, deinem System, die meint es jetzt ernst. Die hat da Bock drauf. Die will Veränderung. Die will nicht in dem alten Scheiß oder der will nicht mehr in dem alten Scheiß rumhängen. Auch wenn du dir das natürlich im Replay anguckst. Von gestern, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen von gestern. Gestern, der erste Schritt war, dass du ein Warum hast. Warum möchtest du eine Veränderung im Leben? Das ist total wichtig, dass du für dich ein Warum findest. Weil, wenn du ein Warum hast, dass du sagst, ich möchte eine glückliche Beziehung, eine freie Beziehung mit meinem Pferd. Ich möchte eine wunderbare Partnerschaft. Ich möchte, das war bei mir mein großes Warum, dass ich meinen Kindern nicht meine Programmierung weitergebe. Mein großes Warum war, dass ich nicht mehr 10, 12 Stunden am Tag arbeiten möchte. Aber ich konnte ja nicht anders, habe ich ja gestern erzählt. Dass du guckst, warum, und dass du es auch fühlst, der erste Schritt von gestern. Der zweite Schritt von gestern war, dass ich dir erklärt habe, dass du, wenn du geboren wirst, einen Raum hast. Und den haben wir alle. Und dieser Raum, das bist du, dieser Raum, der wird gefüllt in deinen ersten 6 Lebensjahren mit Erfahrungen, die du gesammelt hast, die wir alle gesammelt haben. Und die ersten 6 Lebensjahre, das ist wissenschaftlich bewiesen, sind die prägendsten Lebensjahre, weil wir andere Hirnfrequenzen haben, weil wir alles aufsaugen wie ein Schwamm. Und wir lernen von unseren Erziehern, von unseren Eltern. Wir saugen das auf. Und dann nimmst du diese Erfahrung mit in deine Zukunft, in dein Erwachsenendasein. Und dann ist es später so, weil wir, ganz spannend, unsere emotionalen Verletzungen nicht mehr zu 100% wissen. Wenn wir zum Beispiel das Gefühl der Schuld haben, habe ich gestern auch schon gemacht, wenn unsere Eltern sich getrennt haben, wenn unsere Eltern sich vielleicht viel gestritten haben, wenn unser Vater viel weg war, dann haben wir ein tiefes Gefühl der Schuld. Und dann füllt sich unser Raum in den ersten 6 Lebensjahren mit unseren emotionalen Verletzungen. Und die haben wir dann in unserem System. Und das ist so spannend, ihr Lieben. Und diese emotionalen Verletzungen zeigen sich aber nicht so klar mit, du hast das Gefühl der Schuld, weil du das und das erlebt hast. Nein, das ist nicht so. Du bekommst deine Schuld immer wieder gespiegelt. Als Beispiel. Entweder du hast wirklich Schulden oder du hast einen Partner, der dir ständig Schuld spiegelt. Oder du fühlst dich ständig schuldig. Wenn du vielleicht ein Pferd hast und das Pferd signalisiert dir mit seinem Verhalten, dass es dich ständig in die Schuldgefühle drückt. Und da hast du gestern von mir gelernt, dass du mal ganz ehrlich hinschaust, was für Emotionen hochkommen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann jegliche Emotion sein. Wut, Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und was ich auch einige Male schon hatte in meiner Begleitung, dass ich Teilnehmer hatte, die zu mir gesagt haben, hallo Sabine, genau, und Jan Ole, du bist auch dabei, wie schön. Ich hatte immer mal wieder Teilnehmer, die zu mir gesagt haben, Svenja, ich hatte eine super Kindheit. Ich weiß gar nicht, ich hab alles war super. Und dann bin ich mit den Teilnehmern in die Tiefe gegangen
Und dann haben wir herausgefunden, ganz wichtig für euch, es gibt zu viel Liebe und zu wenig Liebe. Und beides macht emotionale Verletzung. Wenn du eine Mutter zum Beispiel hattest, die eine unglaubliche Angst um dich hatte, weil vielleicht ein Kind schon verstorben ist, das habe ich öfters mal gehabt, dann beginnt die Mutter, dich so zu behüten und so zu beschützen, dass sie dir immer das Gefühl gibt, du bist zu klein, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Und dann wirst du das Leben lang ein unbewusstes Gefühl haben, ich bin zu klein und ich schaffe es nicht. Und du wirst dir jedes Mal diese Geschichte erzählen. Ich bin zu klein, ich schaffe es nicht. Das ist eine schöne Frage, Sabine. Kann es zu viel Liebe geben? Es gibt eine missbrauchende Liebe. Ja. Wenn du dein Kind quasi nicht freilässt. Und das kannst du als Mutter nur prüfen. Ich begleite auch Mütter. Ganz spannend. Das bedeutet, wenn du einen Zwang hast, dein Kind mit Liebe zu überstülpen, als Beispiel, dein Kind möchte irgendwo hochklettern und du rennst immer hin und sagst, nein, 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 ich helfe dir. Ich helfe dir, ich helfe dir hoch. Ich übertreibe jetzt mal. Dann wird dein Kind nicht aus der eigenständigen Kraft lernen, wie es ein Klettergerüst hochgeht. Oder wenn du deinem Kind zum Beispiel alles abnimmst, weil du denkst, ich mache es aus Liebe. Ich übertreibe jetzt wieder. Wenn du deinem Kind zum Beispiel die Hausaufgaben machst oder bis es 15 ist, die Füße wäscht oder alles hinterher trägst oder sonst irgendwas, dann hinderst du dein Kind an einem. Ja, genau. Darum ging es ja gestern in meinem ersten Tag des Online-Retreats, dass ihr ehrlich hinschaut, okay, was für eine Emotion ist es eigentlich? Und weil ich aber bei meinen Teilnehmerinnen häufig diese Erklärungen habe, ja, Svenja, ich hatte nicht keine Problemeltern. Meine Eltern haben sich nicht getrennt, die haben sich nicht gestritten. Es war alles total harmonisch bei mir. Und deswegen nenne ich es erstmal in der Klientensprache zu viel Liebe und zu wenig Liebe. Genau. Und was natürlich bei der Mutter ist, das ist das Thema der Mutter. Aber mir geht es heute darum, dass ihr heute einen Schritt bekommt von mir, wie ihr aus euren Emotionen heraus, aus dem Mangel in die Kraft und Fülle kommt. Und dazu habe ich gestern dieses Beispiel genannt. Und was haben jetzt die Pferde nochmal damit zu tun? Ganz spannend. Ich begleite ja Menschen mit und ohne eigenes Pferd. Und bei den Pferden ist es so, dass die Pferde euren Kern, also das bist wieder du, und die Pferde spiegeln euren Kern sofort. Das heißt, wenn du eine emotionale Verletzung hast, die du als Kind bekommen hast in den ersten 6 Lebensjahren, dann ist es so, dass dein Pferd zum Beispiel, wenn deine Mutter übergriffig war, wenn deine Mutter ständig, was ich schon gesagt habe mit der überstülpenden Liebe, ständig irgendwie dich gestört hat, in dein Zimmer gekommen ist, dich nicht hat alleine etwas machen lassen, dann spiegelt es dir dein Pferd, indem es auch übergriffig ist, indem es dich umrennt, indem es dich quasi nicht sieht. Und das spiegeln uns die Pferde eins zu eins. Deswegen sind die Pferde absolute geniale Mega Lehrmeister. Die Angelika ist auch dazu gekommen. Herzlich willkommen. Und das bedeutet, der Abschluss von gestern war, dass ihr euer Herz geöffnet habt gestern und dass ihr ehrlich geguckt habt, okay, was habe ich im Alltag mit meinem Pferd oder ohne mein Pferd für Situationen, die mich emotional sehr stark berühren? Und dann hast du gestern von mir erfahren, okay, die emotionalen Situationen, die rühren aus meiner Kindheit und jetzt weiß ich durch Svenja, es ist eine noch nicht gelöste emotionale Verletzung. Und dann habt ihr gestern von mir gelernt, dass ihr diese Emotion annehmt
und dass ihr diese Emotion nicht mehr wegschiebt oder wegschließt. Hallo Manuela, du bist auch dabei, wie schön. Dann, dass diese Emotion eine Durchlässigkeit erfährt. Das habt ihr gestern alles erfahren. Und was passiert heute? Heute geht es darum, dass ich euch zeige, was ist denn danach? Was ist denn jetzt? Jetzt weiß ich, es gibt ein inneres Kind, es gibt die emotionale Verletzung und ich weiß jetzt, dass ich meine Emotion annehme und durchlässig machen möchte. Das habe ich euch gestern auch erklärt. Und ich habe euch gestern auch erklärt, wie ihr das mit eurem Pferd und ohne Pferd macht. Und dass dieser Schritt heute, der ist so spannend und so wichtig. Weil wenn du jetzt nicht in dein Handeln kommst, dass du diese Energie jetzt nutzt und auf dein Ziel ausrichtest, weil darum wird es heute gehen. Heute geht es darum, dass du eine tiefe Verbindung zu deinem Herzen bekommst und jetzt gleich auch bitte einmal eine Verbindung zu deinem Herzen aufnimmst und dass du dann guckst, okay, was will ich? Das ist so wichtig, ihr Lieben. Obwohl ich ganz viel schon gemacht habe in der psychologischen Beratung, viele, viele Fortbildungen, habe ich lange Jahre in meinem Leben so gelebt, dass ich kein Ziel hatte. Also ich hatte kein Ziel für meinen Körper, für meine Freude, für Leichtigkeit. Das waren für mich überhaupt gar keine Optionen. Ich habe früher einfach nur funktioniert. Ich habe überlebt. Und dann habe ich angefangen, diese Arbeit, was ich euch gestern sagte, mit dem inneren Kind, mit der Verbindung, das habe ich schon ein paar Jahre gemacht. Dann kamen die Pferde, dann habe ich das mit den Pferden verbunden. Und jetzt dieser Schritt ist der mit der allerwichtigste. Norbert, du bist dabei. Sarah Sky, du bist auch dabei. Wie schön. Heute geht es darum, und das ist jetzt wirklich eine ganz wichtige Aufgabe für dich jetzt, dass du jetzt bitte guckst und fühle mal in dein Herz. Und das ist wirklich so spannend, wenn du anfängst, dein Herz wahrzunehmen, dass du jetzt mal guckst, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Und folge mal deinem Impuls. Mein Ziel ganz am Anfang, aber ist es jetzt immer noch, dass ich mehr Zeit für mich habe, dass ich Freude und Leichtigkeit habe, dass ich Spaß habe, dass ich wieder lache. Ich hab jahrelang nicht gelacht. Ich hatte keinen Spaß, ich hatte keine Freude. Die war wirklich weg. Ich habe dann irgendwann überlegt, wann hast du das letzte Mal richtig einen abgelacht? Gab's lange nicht mehr. Oder wann hast du eigentlich mal richtig viel Zeit gehabt? War auch nicht mehr vorhanden. Und das Spannende ist, und ich habe die ganze Zeit aber die Verbindung, ich wusste, ich habe das und das erlebt als Kind, ich habe die Verbindung aufgebaut, ich habe meine Emotionen gefühlt und sie auch angenommen. Nur dann bleibst du in deiner Emotion, so wie früher als Kind, bleibst du in deiner Emotion stecken. Und es ist so, so spannend. Es ist wie ein Wasserglas. Das Wasserglas. Und es ist rausgefunden worden. Ja, schön, Sarah Sky, genau, schreib es hier rein. Wenn du es hier reinschreibst und es ist wirklich, wenn ihr hört, dass ihr mitmachen wollt, sollt, könnt, dann ist es, dass ihr eurem Körper signalisiert, ja, die meint es ernst. Geil, genau, Gesundheit, Spaß, schönes Leben, richtig cool. Genau. Und ihr Lieben, diese Frequenz, die ihr habt, die ihr mitbekommen habt, das ist wie ein Wasserglas. Und es gab ja mal eine schöne Untersuchung von einem Japaner. Da wurden die Wassergläser angesprochen mit Liebe, Hass, Trauer, Wut, Gesundheit. Und ihr habt auch eine Frequenz. Und ihr habt
bis zum 18. Lebensjahr 184.000 Mal gesagt bekommen, ein Nein oder ihr seid zu klein oder ihr könnt es nicht. Weil eure Eltern es nicht anders gelernt haben. Und die Frequenz eures Körpers ist eine Frequenz aus euren ersten 6 bis 18. Lebensjahr. Und das habe ich ja gestern erklärt. Und wenn ihr jetzt wisst, wow, von Svenja weiß ich, ich gucke jetzt mal meine Emotionen an, von gestern, guckt euch das von gestern bitte nochmal an, dann wisst ihr, ach, ich nehme die jetzt an. Und jetzt sagt ihr quasi zu eurem Wasserglas, zu eurem Körper, ich will ein geiles Ziel in meinem Leben. Und ihr könnt euch ganz viele Ziele aufschreiben. Nehmt ein Ziel mit eurem Pferd, wenn ihr sagt, boah, ich habe ein Pferd, was buckelt, steigt, wegrennt, sonst was macht. Dann schreibt auf und schreibt es auch auf oder sprecht es auf, sprecht euch eine Voicemail selber aus. Sagt, ich möchte eine geile Beziehung zu meinem Pferd. Ich möchte mit meinem Pferd in Freude und Leichtigkeit ausreiten. Ich möchte existenzielle Unabhängigkeit, weil Geld ist auch ein Riesenthema, ihr Lieben, immer wieder. Ich möchte eine geile Partnerschaft, ich möchte Kinder, ich möchte zufriedene Kinder. Das war für mich dann immer wichtiger. Am Anfang habe ich meine größte Tochter nur versorgen können, weil ich es nicht anders gelernt habe. Ich habe 5 Tage nach Kaiserschnitt meiner größten Tochter wieder gearbeitet, weil ich damals schon selbstständig in meiner eigenen Praxis war. Ich hatte eine mega krasse Programmierung meiner Eltern mitbekommen. Und ich habe es gestern schon gesagt. Unsere Eltern haben ihre Programmierung mitbekommen. Meine Eltern haben es nicht böse gemeint. Meine Eltern haben es aus Angst gemacht. Das hatte wurde hier gerade auch schon geschrieben. Es gibt keine Schuld. Ja, unsere Eltern haben Fehler gemacht. Ja, ich habe Fehler gemacht. Und das ist nochmal ganz wichtig, ihr Lieben, dass ihr aufhört, irgendetwas zu bewerten. Ich könnte jetzt auch jede Nacht in meinem Bett liegen und mich hin und her wälzen und sagen, was für eine Rabenmutter war ich denn? 5 Tage nach Kaiserschnitt wieder zu arbeiten. Wie Banane ist das denn? Ja, war völlig Banane. Aber ich konnte nicht anders, weil meine kleine Svenja dieses tiefe, tiefe Trauma hatte, dass ich nicht geliebt werde, wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht funktioniere. Das war eines meiner tiefsten, tiefsten Traumata. Deswegen habe ich mein eigenes Baby bei meinem Mann gelassen. Wir haben uns dann abgewechselt. Er hat Nachtschicht, ich habe Tagschicht gemacht, also in meiner Praxis. Weil ich konnte nicht. Ich hatte diese tiefste, tiefste Angst. Und ich hatte damals noch nicht diese Mega-Lösung, die ich jetzt habe. Und die Lösung haben es bei mir die Pferde gebracht. Und mein Wissen aus der psychologischen Beratung mit den Menschen und in der Persönlichkeitsentwicklung mit den Pferden. Das ist der Hammer-Schlüssel gewesen. Und deswegen geht es heute darum, dass du jetzt zu dir hinschaust und sagst, okay, was will ich haben? So wie Sarah schreibt, Gesundheit, Spaß, schönes Leben. Und breitet es bitte auch nochmal etwas blümiger aus. Also ich bin immer tiefer gegangen, ich hab das immer größer gemacht. Ich hab irgendwann gesagt, ich möchte meinen eigenen Stall haben. Weil wenn ihr es in den Gedanken habt und in eurem Herzen und in euren Wünschen und wenn ihr eure Frequenz verändert, dann werdet ihr es im Außen anziehen. Das ist das Gesetz der Resonanz. Wenn ihr aus eurem Mangeldasein rauskommt, dadurch, dass ihr die Gefühle annehmt und dass ihr euch anders ausrichtet, dann werdet ihr im Außen eure Ziele, eure Wünsche anziehen. Weil was habe ich jetzt? Ich habe jetzt meinen eigenen Offenstall. Ich habe jetzt 5 Pferde. Ich habe meine Praxis
vom Klientenstamm völlig aufgegeben. Und ich habe alles erreicht, was ich mir aber erst ab dann, als ich angefangen habe, mir Ziele zu setzen. Und als ich angefangen bin, mich jeden Tag darauf auszurichten. Genau, Sarah Sky, wie schön. Du möchtest dieses Jahr eine Ausbildung machen und Arbeit finden und gutes Geld verdienen. Richtig, genau, das ist es. Und das ist nochmal so schön. Ich guck mal. Genau, und viel Geld verdienen, ihr Lieben, genau das ist es. Macht euch auch nicht mehr klein. Sagt nicht, oh, muss sogar gerade über die Runden kommen. Nein, denkt groß. Und Sarah, auch das, guck noch mal, ganz, ganz interessant. Guck mal, worauf du Spaß hast. Weil ich wollte immer in die Natur, ich wollte immer mit Pferden arbeiten. Und was habe ich gemacht? Gut, ich hatte meine Praxis, aber ich war nur noch in der Praxis und habe nur noch von morgens bis abends Klienten in der psychologischen Beratung gehabt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das erfüllt mich nicht. Deswegen so schön für dich der Abend heute Abend auch, Sarah, dass du guckst, okay, was will ich wirklich? Und denk groß, denk crazy, weil das ist dann die Energie, die du hast. Und das wirst du dann im Außen auch anziehen. Und auch wenn Stolpersteine liegen, das ist es ja. Das heißt, ich habe hier immer, muss mal einmal gucken, ob ich hier irgendwie. Ne, so. Das hier ist dein Ziel. Und das bist du. Ich nehme mal hier das kleine Messer. Und jetzt, heute Abend, lernst du dein Ziel kennen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt einen geilen Beruf. Ich möchte mit meinem Pferd ausreiten. Ich möchte ein zufriedenes Leben mit meinem Partner. Ich möchte finanziell unabhängig leben und glücklich sein. So, und jetzt so wichtig, ihr Lieben. Jetzt geht ihr auf euer Ziel zu und jetzt kommt ein Stolperstein. Der Stolperstein bedeutet, dass ihr Zweifel bekommt, dass ihr Ängste bekommt, dass ihr sagt, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin es doch nicht wert und ich kann es nicht, weil du es 184.000 Mal gehört hast. Und was passiert dann? Dann drehen sich über 80% der Menschen wieder um und gehen zurück in den Mangel. Und das passiert in der Regel unbewusst. Die gehen zurück in das Programm, was sie kennengelernt haben als Kind. In die Emotion, die sie kennengelernt haben. So wie ich, dass ich immer nur funktionieren muss. Und die häufigsten Stolpersteine sind halt die eigenen Ängste, die eigenen Unsicherheiten. Und der heutige Abend geht darum, dass ihr euch dann wieder umdreht und sagt, ich gehe jetzt für mein Ziel. Was habe ich von Svenja heute Abend gehört? Ah, mein Ziel ist, ich möchte ein tolles Leben mit meinem Pferd. Oder ich möchte einen geilen Beruf, ich möchte viel Geld verdienen. Dass du dann, auch wenn der Zweifel da war, dass du, wenn du dich kurz umgeguckt hast zu deinem Mangel, zu deinem alten Leben vielleicht, dass du sagst, okay, Angst, ich nehme dich an. Ich weiß, du bist da. Ich schiebe dich nicht weg. Nur, ich habe dich jetzt angenommen, ich habe dich gesehen, aber ich gehe jetzt aus dem Mangel, ich gehe jetzt in die Fülle und Kraft. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Das ist das Element, das Element, das Element. Überhaupt. Weil ich nehme ja gern Beispiele von mir. Als ich aufgehört habe, in meiner Praxis zu arbeiten, und ich hatte alles. Ich hatte Mitarbeiter. Es lief wie Bombe. Es war immer wie in so einem Bienenschwarm da drin. Nur es hat mich nicht erfüllt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre auf. Und was ist denn dann passiert? Also mein Ziel war, mit den Pferden arbeiten, Online-Business. Das ist mein Ziel gewesen. So, und dann bin ich aufgestanden, gesagt, so, lululu, ich gehe da jetzt hin. Und was ist dann passiert? Meine Angst, mein Mangel
meine Programmierung hat gesagt, nee, Svenja, das Online-Business ist viel zu unsicher. Das funktioniert nicht. Und du hast doch die Praxis, du hast doch die Klienten, du hast doch einen geilen Job und du bist doch selbstständig. Und dann bin ich ein paar Wochen immer hin und her. Ich habe gedacht, okay, komm, machst du doch noch mal einen Klienten. Und dann habe ich aber, weil ich das ja wusste irgendwann und gefühlt habe, dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich gehe jetzt fürs Online-Business. Auch wenn mein Kontostand zwischendurch knallleer war. Auch wenn mich meine Klienten angerufen haben und gesagt haben, ja, aber wir wollen doch und wir möchten eine Einzelsitzung und wir möchten das. Und habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt online da. Oder ich mache ja auch Pferde-Retreats und Pferdefestivals. Aber ich bin nicht mehr in Einzelstunden in der Praxis verfügbar. Und das war eine harte Nummer. Weil mein System, meine kleine Svenja danach geschrien hat und gesagt hat, aber dann wirst du nicht mehr geliebt. Du musst da jetzt wieder hingehen. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Dass du, auch wenn du die Ängste wieder hochkommen, wenn die Zweifel hochkommen, dass du immer wieder zu deinem Ziel gehst. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch euer Verstand. Weil euer Verstand bildet sich aus der Erfahrung der Vergangenheit und euren Ängsten und euren Sorgen. Und wenn ihr jetzt euren Verstand fragt, was soll ich denn jetzt eigentlich machen mit meinem Pferd, mit meinem Leben, mit meinem Beruf, dann ist die Antwort häufig, wenn du nicht dein Herz anhörst, dann ist die Antwort häufig, ja, komm, wir holen noch einen Pferdetrainer. Wir holen uns jetzt einen sicheren Job als, weiß ich, weil Arzthelferin oder als irgendwas Sicheres, Bankkauffrau zum Beispiel. Das ist die Entscheidung des Verstandes. Und mein Verstand hat auch gesagt, bleib in der Praxis. Und jetzt habe ich mich mit meinem Herz verbunden, das, was ihr auch macht, jetzt und heute Abend. Und schreibt es gleich bitte auch gerne mal in den Chat. Was ist euer großes Ziel für euer Pferd, für eure Arbeit, für eure Beziehung, für eure Kinder? Macht es groß. Und wenn ihr es hier nicht hinschreibt, schreibt es zu Hause bitte hin. Fragt euer Herz. Weil alles, was sich herzvoll anfühlt und groß, und mit Kraft und mit Fülle. Das ist Zielenergie. Das ist die Energie der Fülle. Wenn es sich schwer anfühlt und eng und ja, so stockig, das ist euer Verstand. Und das ist auch eines der wichtigsten Werkzeuge, die ich euch mitgebe. Dass ihr unterscheiden könnt im Alltag. Mache ich das jetzt aus Angst, aus meinem Verstand heraus, aus dem Mangel, oder mache ich das gerade aus der Fülle, aus der Kraft, aus der Liebe? Weil alles, was ihr aus der Kraft und der Fülle und der Liebe macht, das wird mehr. Alles, was ihr aus dem Mangel und der Angst und der Wut, der Ohnmacht macht, das wird weniger. Oder ihr bekommt es im Außen gespiegelt. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und das bedeutet nochmal, dass entweder euer Pferd spiegelt euch das sofort in Reaktionen, Erkrankungen. Oder aber ihr bekommt es halt in eurem Leben gespiegelt, das ist aber dann nicht so direkt, wie das euer Pferd macht. Aber es ist auch sichtbar. Wenn ihr zum Beispiel, ich komme noch mal auf die Schuld, wenn ihr zum Beispiel immer im Mangel in dieser Schuld seid, entweder auf dem Bankkonto oder ihr fühlt euch schuldig,
dann ist es eine Frequenz, die ihr in euch habt. Und ich kenne so viele Menschen, die mir sagen, Svenja, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel getan, aber ich bin immer wieder in dieser Schuldproblematik. Ja, dann ist es das Problem, dass du dein Thema der Schuld noch nicht gelöst hast. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Und dafür ist es wichtig, dass du jetzt auch einmal hinschaust, dass du guckst, wo stehst du gerade in deinem Leben? Wie stehst du zu deinen Zielen? Und wie sieht dein Leben jetzt aus? Jetzt, gerade jetzt, wenn ich dich jetzt frage und du ganz ehrlich hinschaust, kannst du sagen, yes, Freude, Leichtigkeit, existenzielle Unabhängigkeit, mein Pferd, Traumpferd, funktioniert alles. Ich habe keine Schuldprobleme. Schaue dein Leben jetzt an. Ah, okay. Schön, dass du dich so öffnest, Sarah. Genau das ist es. Aber ich kann euch sagen, ich begleite gerade 5 Frauen. Und Sarah, alle Frauen, die das so gemacht haben wie du, also die so offen waren und gesagt haben, ja, ich mache hier mit, die sind erfolgreich geworden. So, du schreibst, ich komme aus dem Iran, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Als ich hierher gekommen bin, war ich 25 Jahre alt. Boah, aber wie gut schreibst du Deutsch? Wahnsinn. Ich muss jetzt mal einmal hier gucken. Ah, schön, das geht auf. Super. Du hast einen Führerschein gemacht, ein Auto gekauft. Ich habe eine gute Wohnung gefunden. Ich hoffe, ich habe gute Ziele. Habe alles alleine geschafft. Ich möchte erfolgreich sein. Ja, genau das ist es. Genau das ist es, Sarah. Hammer. Du hättest ja auch sagen können, oh, ich arme aus dem Iran, jetzt bin ich hier im fremden Land und jetzt verkrieche ich mich. Aber nein, du hast gesagt, ja, ich will das. Und genau das ist es. Und gucke jetzt heute Abend mal, dass du guckst, worauf hättest du Lust? Also was deine Arbeit angeht. Weil wenn du sagst, du möchtest irgendwas, ich spinne jetzt mal rum, du findest Modedesign toll oder du möchtest irgendwas mit Kindern machen oder was auch immer. Nehme bitte das, wo dein Herz für brennt. Sandra, herzlich willkommen, du bist auch dabei. Und wenn ihr jetzt auch etwas habt, so wie ich damals, ich will in die Natur, ich will mit Pferden was machen. Und was hindert dich an deinem Ziel? Also wir haben ganz am Anfang jetzt hier das Ziel. A, überleg dir noch mal, was ist dein Ziel? Okay. Und in welcher Situation bist du jetzt? Und was hindert dich an deinem Ziel? Genau, ich will das, schreibst du. Ich liebe, ich lebe. Super. Ja, Sarah, sehr geil, genau. Und wie viele Jahre lebst du schon? Außer Sarah, du bist ja jetzt hier ganz neu auch reingekommen, also schon 3 Jahre und schreibst so geil Deutsch, Wahnsinn. Und hast schon so viel geschafft, also toll, 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 toll. Und ihr Lieben, überlegt euch doch bitte jetzt mal, warum bist du noch nicht da, wo du gerne hin möchtest? Und das finden wir hier nämlich heute raus. Weil wenn du sagst, ich möchte ein unabhängig, freies, glückliches Leben mit meinem Partner, mit meinem Pferd, ich möchte ein gesundes Pferd, dann hindert dich, dass du dein Ziel erreichst, immer wieder dein Mangel, deine Angst, dein Ursprung. Und
Jetzt kommt es nochmal das von gestern, dass du bitte von gestern nochmal deine Emotion nimmst. Und wenn heute, weiß ich nicht, Sarah, ob du gestern auch dabei warst, wenn du das jetzt von gestern nicht gesehen hast, guck es dir bitte von gestern nochmal an. Und was ganz wichtig ist, dass du, wenn die Emotion jetzt hochkommt, Angst, Trauer, sonst irgendwas, dass du, so wie die Sarah jetzt geschrieben hat, dass du aufstehst und sagst, ja, obwohl ich eine Scheißangst habe, so wie ich, als ich meine Praxis aufgegeben habe, obwohl ich Zweifel habe, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass du aufstehst, um für dein Ziel zu gehen. Das ist das Allerwichtigste, dass du nicht mehr aufhörst. Und fühle jetzt dich mal in dein Ziel hinein, so wie Sarah. Und das ist es auch so, so genial. Darum wird es morgen nochmal gehen. Weil das ist euer Ziel. Und euer Ziel hat auch eine Frequenz. Und wenn ihr aus der Mangelfrequenz, die ihr kennengelernt habt als Kind, als heranwachsendes Kind bis 18, wenn du aus dem Mangel herauskommst und deine Emotionen angeschaut und durchlässig gemacht hast. Und wenn du dir jeden Tag dein Ziel erfüllst, dann wird dein Ziel, dein Leben diese Realität annehmen, wie dieses Wasserglas mit der Frequenz, weil du bist eine Frequenz. Und wenn du wirklich jeden Tag für dich sagst, ich lebe ein Leben in Freude und Leichtigkeit, in existenzieller Unabhängigkeit, ich lebe ein Leben mit meinen Pferden, meine Pferde werden mir folgen und ich folge meinen Pferden. Und wenn du kein Pferd hast, dann nimmst du eine Partnerschaft dazu, dann nimmst du Kinder dazu. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist, dass du es fühlst, dass du nicht nur denkst. Und da ist der Haken von ganz vielen. Viele sagen zu mir, ja, Svenja, aber ich habe doch schon jahrelang, ich habe doch schon immer gedacht, ich will Freude, ich will Leichtigkeit. Ja, aber wenn du es nicht fühlst, dann wird sich nichts verändern. Und wenn du auch nicht immer wieder auf dein Ziel zugehst, dann wird sich auch nichts verändern. Wenn du sagst, ich gehe jetzt dafür, ich gehe, ich gehe, ich gehe, und kurz vorher hören die meisten auf, dann sagen die meisten, oh nee, ich gehe doch nicht. Ich habe Angst, ich mache doch, oh, ich mache das Alte wieder. Dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und der letzte Tipp noch für heute ist, und ich mache das jeden Tag so. Jeden Tag lebe ich mein Leben so, dass ich sage, ich richte mich für mein Ziel aus. Dann gehe ich jeden Tag auf mein Ziel zu. Große Ziele und kleine Ziele. Guckt, was euer Herz euch sagt. Verbindet euch mit eurem Herzen. Und dann natürlich, ich sage ja auch mal, wir sind ja alles Menschen, und dann kommt bei mir auch die Angst manchmal, der Mangel, die Traurigkeit kommt auch manchmal hoch bei mir. So, und was mache ich dann? Dann guck ich in meine Traurigkeit, guck in meinen Mangel und dann sage ich, ja, ich kenne das schon über Jahrzehnte. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich kenne das schon. Ah, Mangel, alles klar, Angst, okay, kenne ich auch. Und ich habe euch gesehen und jetzt gehe ich weiter wieder zu meinem Ziel. Und ich bleibe nicht mehr so wie früher tagelang in meinem Mangel, in meiner Angst. Und ich lenke mich nicht
mehr so wie früher stundenlang mit Arbeit ab oder mit Kopfkino, weil ich erkannt habe, womit ich mich ablenke. Und ich gehe dann mit, und diese Übung mache ich morgen mit euch. Geniale Übung. Geil, geil, geil. Ich richte mich jeden Tag aus auf mein Ziel, auf mein Gefühl, auf meine Frequenz, auf meine neue Frequenz. Und ich sage mir jeden Tag, ich bin großartig, ich bin gut. Und du wirst alles erreichen, was du willst. Nur es bedeutet, dass du es jeden Tag für dich machst. Und dass es wie Zähne putzen wird. Und schlichtweg machen es die meisten nicht. Muss man sagen, weil es, und es ist auch keine Bewertung jetzt. Die meisten machen es nicht, weil es viele nicht wissen und weil viele nicht dran glauben. Da kommt wieder der Verstand. Wenn du aber dich mit deinem Herz verbunden hast und sagst, mein Herz sagt das aber, mein Herz ruft nach Natur, mein Herz ruft nach einem geilen Leben, nach einem existenziellen freien Leben. Mein Herz ruft nach einer tiefen Verbindung zu meinem Pferd. Dann wirst du das erzeugen, aber nur von innen nach außen. Es geht niemals von außen nach innen, immer von innen nach außen. Erst veränderst du deine Frequenz. Und dann wird es von außen kommen. Dein Pferd wird es dir von außen spiegeln und dein Leben in jeder Hinsicht. Und ich habe ja einfach so tolle Beispiele. Und ich muss auch noch mal ein Interview hier hochladen von meinen Teilnehmerinnen, was sich bei denen alles verändert hat. Und so wie Sarah, wenn ihr euch auf den Weg macht und öffnet und sagt, dafür gehe ich und dafür stehe ich, dann werdet ihr in ein paar Monaten sagen, ich habe damals das Retreat von Svenja gesehen. Und ich habe diese Schritte jetzt gemacht für mich jeden Tag. Und es hat sich mein Leben verändert. Und das verspreche ich dir, das wird so sein. Und ja, es ist einfach herzerfüllend, weil genau das meine Herzensmission ist. Ja, genau, ihr Lieben. Und morgen geht es darum, dass ich euch eine meiner tiefsten Übungen, einer meiner tiefsten Veränderungsübungen mit euch mache, für euch mache. Und wie gesagt, du brauchst kein Pferd. Es geht um diese Pferdeenergie, die mich begleitet und dich begleitet und euch alle begleitet. Und natürlich, wenn du ein Pferd hast, dann nimm dein Pferd morgen quasi mit hier in den Raum. Also komme morgen auf jeden Fall dazu. Und nochmal zusammenfassend. Schaue, warum du eine Veränderung möchtest. Schaue ehrlich deine Emotionen an. Nehme sie an, bewerte dich nicht mehr. Höre auf, dich zu bewerten. Mach dir kein schlechtes Gewissen, zum Beispiel. Fühle deine Emotionen. Wenn du ein Pferd hast, gehe zu deinem Pferd und lasse die Emotionen fließen. Wenn du kein Pferd hast, wird dir die Übung morgen helfen? Ganz spannend morgen. Dann schreibe dir ab heute deine Ziele auf. Schreib einen Satz, schreib 5 Sätze, schreib 10 Sätze. Je mehr du schreibst aus dem Herzen heraus, desto besser ist es. Schreibe mit jeder Faser deines Körpers, was Körpers, deines Herzens, deiner Seele. Was will ich?
und frage es dich auch jeden Tag. Frage dich, was will ich? Was will ich jetzt? Und folge deinem Herzen jeden Tag. Und wenn du sagst, also jetzt ist ja gerade nichts auf, aber wenn du zum Beispiel sagst, du fährst zum Fitnessstudio und fragst dein Herz ganz ehrlich und dein Herz sagt, ich will jetzt aber 3 Kugeln Eis, dann ess die 3 Kugeln Eis. Wirklich. Also ist jetzt natürlich ein mega plattes Beispiel. Aber so habe ich angefangen, mein Leben komplett zu verändern. Und ich habe das halt mit den Pferden gemacht. Ich wollte mein Pferd trainieren und dann habe ich gesagt, okay, dann war ich in dem Prozess, in der Persönlichkeitsentwicklung, ich war in der Ausbildung mit den Lehren von Linda Kuranoff. Und dann bin ich zu meinem Pferd gefahren und dachte erst so, okay, ich gehe mit meinem Pferd spazieren. Und dann war ich bei meinem Pferd und dann bin ich einfach nur bei meinem Pferd gewesen, habe nichts gemacht. Beziehungsweise ich habe alles gemacht, weil ich mich mit ihm verbunden habe. Hallo Maria, du bist auch da. Ja, wie schön. Deswegen fragt euch, das ist eine geile Übung, jeden Tag, was will ich? Aber auch mit Leichtigkeit. Jetzt auch nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich ganz vergessen, mich zu fragen, was will ich? Es ist eine Übung, ihr Lieben. Es ist eine Übung. Für euren Körper, für eure Frequenz, für euer inneres Kind. So. Und wenn ihr annehmt, dass es ist, was es ist, dann kann es in die Heilung kommen. Wenn ihr euch dann ausrichtet auf euer Ziel und dieses Ziel wirklich fühlt und euch ausrichtet und erlaubt, dann werdet ihr dieses Ziel erreichen. Und das Wichtigste ist, ihr Lieben, dass ihr es fühlt. Fühlen, fühlen, fühlen. Und nicht nur denken, ich möchte finanziell unabhängig sein. Ich möchte ein Online-Business führen. Nicht, das ist das Problem. Nicht denken, fühlen. Einer meiner Coaches, meiner langjährigen Coaches, ich lasse mich über 10 Jahre coachen. Und einer meiner Coaches sagte, Svenja, Fresse halten und fühlen. Und das ist auch so. Und dann werdet ihr wachsen. Ihr werdet aus eurem Mangel rauskommen, aus eurem Scheiß. Ja. Und in diesem Sinne, es spricht für euch, dass ihr so lange dran geblieben seid. Freut mich total. Morgen, der letzte Tag vom Retreat, wird es eine mega geniale Übung, habe ich ja schon gesagt. Und diese Übung wird euch in eurem Alltag begleiten. Diese Übung wird eine Kombination aus dem ersten und aus dem zweiten Tag sein. Und diese Übung könnt ihr dann nehmen, um eure Emotionen zu fühlen. Hammer, hammer, hammer morgen. Um sie anzunehmen und um euch dann auszurichten. Ihr werdet morgen dann verstehen, beziehungsweise fühlend verstehen, was ich hier an den ersten 2 Tagen gestern und heute gesagt habe. Weil wenn du das zum ersten Mal hörst, dann wirst du sagen, okay, habe ich schon mal gehört, aber jetzt mit dem Fühlen und darum wird es morgen gehen. Ja, und ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Die Jacqueline war da, die Maria ist noch dazugestoßen, die Sarah, die Sandra war da, die Andrea, die Tabi, Bettina, wie schön, du warst auch da, cool, ja, danke für die Herzen, der Werner, der Norbert, ich will auch keinen vergessen hier, ich bin heute mit meinem Handy drin. Die Manuela, die Angelika, die Sabine, genau, Sabine, du warst auch dabei. Der Jan, Ole, der Christian und die Kerstin, ihr wart alle dabei. Wow, das ist Energie, ihr Lieben. Und wer Fragen hat,
Morgen geht es zwar weiter, aber wer Fragen hat und wer sagt, ich will davon mehr und ich will, ja, ich möchte auf den Punkt wissen, was mein Problem ist. Weil es ist manchmal sehr, sehr, sehr kompliziert. Das bedeutet, ich muss doch ein Beispiel bringen, weil ich finde das so spannend. Ich hatte eine Klientin, die hatte Panikattacken, wenn sie unter Stress geraten ist auf der Arbeit. Sie, also zum Beispiel, sie war im Büro tätig und der Chef wollte etwas von ihr unter Druck. Und daraufhin war sie genockt out und sie hat jedes Mal eine Panikattacke. Also sie war gelähmt. Und dann habe ich sie begleitet. Und ich mache es kurz. Bei ihr war es so, dass ihre Mutter immer wollte, dass sie ganz wunderbar schreibt und malt. Und sie hat dann mit meiner Begleitung herausgefunden, dass sie schon als ganz kleines Kind, wo sie eigentlich noch nicht richtig malen konnte, also eher so krickelkrackelig, was ja total schön und normal und gut ist, hat die Mutter immer gesagt, wie schreibst denn du, also wie malst du eigentlich? Das ist ja, es ist ja krickelkrackelig. Und dann hat sie aufgehört zu malen, weil sie sich so unter Druck gefühlt hat. Und später sollte sie unglaublich schön schreiben. Und sie hat ganz angefangen, ganz krass zu schreiben. Bis heute. Und das Schreiben war nicht so das Problem. Aber es war das Problem jedes Mal, wenn jemand von außen kam und so wie die Mutter früher gesagt hat, du musst es jetzt aber so und so und so. Dann hat diese Frau sich innerhalb von Sekunden gefühlt wie eine Vierjährige, die jetzt Druck bekommt von ihrer Mutter. Und das hat sie in diese Panikattacke geführt. Und da kommt man nicht von selber drauf. Und man steht dann da Jahre, Monate, Jahrzehnte und denkt sich immer wieder, ja, ich habe das und das Problem. Ich weiß, ich habe das und das Problem. Ich weiß, ich habe den Druck. Ich weiß, ich kann nachts nicht schlafen. Ich weiß, ich würde gerne in Freude und Leichtigkeit, aber ich weiß nicht wie. Ich nehme jetzt schon mein Gefühl an, ich richte mich aus und so weiter. Also, weil ihr das jetzt vielleicht auch von mir wisst oder schon vorher gewusst habt. Aber ihr kommt nicht an die Lösung. Und deswegen, es braucht dann jemanden von außen, der schaut und sagt, hey, ja, wir gucken uns das zusammen an und ich mache es mit dir. Ich gucke es mir mit dir an. Und ich kann dir auf den Punkt genau sagen, wo deine Programmierung liegt und wie du es lösen kannst. Was du genau, ja, annimmst, und das gucken wir zusammen. Also es ist jetzt nicht so ein von mir, sondern wir gucken zusammen, was für eine Emotion ist es. Und es sind natürlich einige Emotionen, weil es ist ja nur ein Punkt, den die Frau erlebt hat mit den Malen. Es gab noch andere. Aber der hat sie aus ihrer Bahn geworfen. Und als sie das gelöst hat in die Verbindung mit ihrer Kleinen, sind diese Panikattacken weggegangen. Und es dauerhaft weggegangen. Und deswegen, ihr Lieben, ich habe wunderbare Angebote, dass ich euch online begleite. Ich habe so tolle Möglichkeiten, dass ich jegliche, ja, ich sag mal, jegliche Form mit dir finde, wenn du jetzt sagst, es berührt mich, Svenja. Ich will das. Ich weiß, ich habe irgendein Programm. Ich weiß aber nicht, wie ich es lösen soll. Dann schreibe mir eine private Nachricht und wir sprechen zusammen. Und ich zeige dir am Telefon, beziehungsweise wir besprechen, wie ich dir genau helfen kann. Und vom Grundmodell ist es so, dass ich dich begleite online über WhatsApp, 24 Stunden quasi, also das ist übertrieben, aber jeden Tag.
Und wir treffen uns ein bis zweimal in der Woche zu einem persönlichen Gespräch. Und du bekommst auch einen Online-Zugang zu meinem Programm, was ich erstellt habe, wo du über Videos und Handouts, also Schriftstücke, deinen Ursprung sehen kannst. Und es ist wirklich so, in jeder Alltagssituation, wenn du mir eine WhatsApp schickst und sagst, Svenja, ich habe jetzt das und das Problem, ich weiß jetzt gerade nicht, ich fühle mich so und so, dann schicke ich dir eine WhatsApp zurück und dann wirst du auf den Punkt wissen, ach jo, stimmt. Boah, ja, klar, ich habe mich da und da gefühlt. Jetzt weiß ich durch Svenja, was genau ich machen kann, um es zu lösen. Und das ist so toll. Und wie gesagt, komm auf jeden Fall, wenn du kein Pferd hast. Und komm auf jeden Fall, wenn du ein Pferd hast. Weil, wenn dein Pferd es dir schon spiegelt mit Buckeln, Steigen und so weiter, werde ich es mit dir lösen. Dass, wenn dein Pferd dir das so spiegelt, werde ich dir genau zeigen, dass dein Pferd es dir nicht mehr spiegelt, weil du deine emotionale Verletzung gelöst hast. Hammer. Genau. Und wenn du daran interessiert bist, weil manchmal verschluckt Facebook auch meine Posts oder alle Posts irgendwie von jedem manchmal, dann schicke ich dir auch gerne einen Link von den Interviews oder von ein, zwei Interviews, die ich gemacht habe mit meinen Teilnehmerinnen, dass du dir ein Bild machen kannst. Und ich begleite dich von 4 Wochen bis zu einem Jahr. Und deswegen, es ist alles möglich, ihr Lieben. Alles, was du dir wünschst. Manchmal brauchtest du jemanden, der einen an die Hand nimmt. Aus meiner Sicht nicht manchmal, sondern immer. Ich wäre nicht hier, wenn ich mich hätte nicht so sehr begleiten lassen. Und ich lasse mich seit über 10 Jahren begleiten von verschiedenen Menschen. Und ich habe ein bis zweimal die Woche ein eigenes Coaching für mich. Und deswegen bin ich so stark und so gefestigt worden. Und ich kann euch sagen, ich habe, ja, ich habe schon vieles durch. Vieles. Von existenziellen, wirklich Mega-Crashes mit meinem Mann, von emotionalen Dingen, von wirklich, wirklich, wirklich vielen Dingen. Und ja, und weil mich mein Prozess und die Prozesse, die ich jetzt gerade begleite, so unglaublich in die Freude und Leichtigkeit bringen und mich so sehr berühren, möchte ich, dass ich dich auch berühre. Und dass du, ja, dass du dein Leben so lebst, wie du es willst. Das ist mein größter Wunsch. Weil das, wenn du diese Schritte gehst, für dich absolut für immer möglich ist, ab jetzt. Und dazu, ihr Lieben, morgen diese Mega-Übung. Ich freue mich schon. Ja, dann habt eine gute Nacht in Liebe und Dankbarkeit. Schlaft gut und ich freue mich total auf morgen. Und schreibt mir eine PN. Bis morgen Abend. Eure Svenja. Ciao. Ach ja, schön, Heike. Oh, Heike, du bist auch da. Ja, macht ja nichts. Du kannst dir das Replay ja angucken. Die Susa ist auch da gewesen und Christine Schmidt auch. Ich freue mich. Cool. Ja. Ich fühle die Energie. Wie schön. Man kann dann gar nicht mehr aufhören fast. Aber ich höre jetzt auf. Ciao. Bis morgen.